Willkommen zurück zu einer neuen sandigen Folge Red Dead Redemption. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die sandigen Sandleute, die das letzte sandreiche Video bewertet haben. So sieht's aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Projekt mit einer weiteren Bewertung unterstützen würdet. Bald kommt ja auch schon der zweite Teil. Der Hype ist groß, aber auch der erste Teil ist immer noch wunderschön hier auf der Xbox One X. Und ja, nicht mehr lange, dann reite ich in ein neues Abenteuer. Aber jetzt erstmal hier drüben hin. Hey, Señor. You want trouble, friend? Manos arriba. Mantelas. Tranquilo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Ya lo tengo. Muévase, cabrón. Muévase. El mundo es muy difícil. Tenemos que jugarlo bien. Ah, Mr. Marston, I knew you would come. Thanks for the welcoming committee. I'm sorry, we cannot be too careful. The world is very dangerous. Especially when you greet it with a gun. Please. Mr. Marston, my father was killed yesterday. The army found him and accused him of treason. They cut out his heart and fed it to their dogs. Allende did this. Then he took the honor of two young girls. I'm sorry to hear that, Luisa. My father must not die in vain. His death must mean something. It'll mean that war is brutal and unnecessary and good people die. And that's all it will mean. That is not enough. Well, you know I'll do whatever I can, but I have problems of my own. We all have problems. This is about the people. My father died for his people. For these men and for millions like them, that they may be free. While there are guns and money, there won't be any freedom, Luisa. Mr. Marston, the movement is on the brink of great victory. Allende knows this and has sent for reinforcements. Abraham Reyes asked personally that you stop them reaching Escalera. They are coming by the old trail. You must ambush them. I have my own family to worry about. Mr. Marston, I have lost my father. My mother is in the United States. My sister has fled. I have no family. Just because. Please. Good actions make you a good man. Then I'm doomed. But I will help you. Out of respect for your loss. Thank you, Mr. Marston. Thank you. Let's go. We do not have much time to prepare the ambush. Die Jungs da drüben haben immer noch meine Waffen, also okay. Meinetwegen. Hey, gibt's eine Geschichte? Bring your horse or ride on the wagon with me. Ich reite mit ihnen. Mann, die kann aber echt auf die Tränendrüse drücken, oder? Ich habe auch Probleme, ich habe auch Familie, ich habe Frau und Kind. His death must not be in vain. Now we shall fight even harder to win power for Abraham. I admire your devotion. He is a true revolutionary. A man who puts the needs of others before his own. A man who fights out of love rather than hate. But you know this already. I heard about the battle at Chupa Rosa. How he killed nearly 100 soldiers to save your life. It'll go down in legend. I'm sure of that. Can I trust you, Mr. Marston? In what way? You have done so much for me and my family. But I still can't forgive you for helping Allende. For what you did to the rebels. I'm here for two men, that's it. Not to take sides. And certainly not to fight a war that isn't mine. It makes no sense. You make a choice by not making a choice, you know. Allende betrayed me. I saw him do bad things. Things that disgust even me. Allende is pura maldad. One day I will cut his heart out. Me? You? Him? We're all shooting people. It don't really seem like we're so very different. The difference is why, Mr. Marston? The ideals we hold, there can never be revolution without blood.
until people forget what they're shooting for and just enjoy killing for its own sake. You Americans forget too quickly. That is the problem. If it wasn't for your revolution, you would still be making tea for the English. At least we knew where we stood. It's more difficult to understand why your own people treat you like shit. It is the same here. We fought off the Spanish. We fought off the French. We even fought off the Americans. Finally, Mexico won its independence, and all we've done since then is fight each other. At least you're keeping up tradition. It will end when Abraham takes control. When the Spanish left, we renamed this province Nuevo Paraíso, New Paradise. One day, it will live up to its name. Na, da bin ich ja gespannt. Ich meine, schauen wir uns Mexiko heute an. War wohl kein Erfolg, oder? Naja, okay. Mexiko geht mittlerweile in Ordnung. You are a man who has lost his spirit. No doubt. I once believed it was possible to make a difference. The men I'm chasing, they did too. Then, if we spill enough blood, we can change the way people think. Revolutions are always won with blood. And after the fighting's done? Freedom. We ain't never free. Be honest with yourself, and you will be free. That must be what I've been getting wrong all these years. Freiheit ist eine Illusion. Der Mensch kann nie frei sein. Leider. Ich glaube aber auch, dass wir eine merkwürdige Vorstellung von Freiheit haben. Ich sag's ja immer wieder, wenn ich einen Sohn habe, werde ich den 100% Jack nennen. Ist der beste Name. Please tell them where to place it. I'll be waiting up above, watching for the wagons. Okay, follow me, gentlemen. Vamos, tell us where to place it. Okay, wir wollen also eine Brücke sprengen. Und ich soll euch zeigen, wo ihr das Ganze vergraben sollt. Ja, dann. Wo ist denn unser Zünder? Ja gut, dann hier. Bottle mal hier, genau unter der Brücke. Ja, Mexiko ist heute kein schlechtes Land, ja. Mexiko ist kein dritte Weltland oder sowas. Aber trotzdem ist Mexiko ein Land mit enormen Kriminalitätsproblemen. Und natürlich auch Amerika seine Finger mit im Spiel hat. Aber es ist halt auch schwer, sowas unter Kontrolle zu kriegen. So, dann... Ja, ich plane. Moment, muss das hier in der Nähe sein vom anderen? Another one here. Okay, eins hier. This is good. Eins hier. Here's good. Eins da. Und noch eins hier zentral. Set the last one here. Good. Now go. Luisa is waiting for you at the top of the hill. Das wird schon irgendwie funktionieren. Und ja, was Freiheit angeht, klar, wir alle schätzen den Wert der Freiheit, aber Freiheit ist auch ein bisschen Definitionssache und zweitens ist halt Freiheit auch irgendwie Utopie. Was ist Freiheit?
ein autarkes Leben irgendwo in der Wüste. Fernweg von Zivilisation, Stromnetzen, Wasserversorgung. Dann verreckst du. Ist auch nicht so schön. I am glad you are here to help us. They are coming. Get ready, John. Okay, ich bin bereit. Ich mach den Zünder scharf, ja? Ja, jetzt entspann dich mal hier. He and they will fall eventually. I have faith that could move mountains. Look, they are coming. Okay, wir können hier auf den Konvoi gucken. Oh, Sprengstoff wechseln. Jetzt haben wir den ganz hier vorne. Gut, bisschen Geduld. Kann ich noch ein bisschen erzählen. Ja, was ist Freiheit? Also ich denke, das Buch Unterwegs, oder nein, nicht Unterwegs, ist auch ein sehr gutes Buch. Nee, das Buch Into the Wild. Gibt es auch einen Film zu, wer kein Buch lesen möchte. Der Film ist eigentlich auch recht gut, das Buch ist aber besser. Zeigt eigentlich ganz gut dieser Wunschgedanke von Freiheit. Dass der eben eine Illusion ist. Geht auch um einen jungen Mann, der sich wünscht halt... Ich glaube, ich habe die zu nah an der Brücke platziert. Unabhängig zu sein und im Einklang mit der Wildnis zu existieren. Aber wir alle wissen, sowas funktioniert nicht. Jedenfalls nicht so, wie man sich das denkt. Und ich glaube auch nicht, dass es so geil ist. Das ist vielleicht mal für einen Moment ganz schick, weil man eben diesen Höhenflug durchlebt. Aber auf Dauer, sind wir doch mal ehrlich. Wir wissen alle, dass es die Hölle ist. Sobald du dich irgendwie verletzt hast oder nichts mehr zu beißen hast, dann auf einmal denkst du dir, scheiße, scheiße, wie gerne hätte ich jetzt Antibiotika. Thank you, Mr. Marston. We are a step closer to power. My father would be very proud. I hope it was worth it. I must return to Campo Mirada. Meet me there when you can. I will do my best to return the favor. Ich bin verheiratet. Nur so als kleine Randinfo. Nur so als kleine Randinfo. Also ja, schaut euch den Film Into the Wild an. Ist ein guter Film. Aber das Buch ist deutlich besser. Also wenn ihr ein gutes Buch lesen möchtet, dann Into the Wild, definitiv. Sehr, sehr gutes Buch. Allgemein bin ich so ein großer Freund der Freiheit, ja. Der Freiheit. Ich bin auch ein Riesenfan von Charles Bukowski. Ein Mensch, der mir sehr viele Informationen über seine Literatur im Leben mitgegeben hat. Dessen Ideale und... Naja, Ideale. Na doch, Ideale kann man schon nennen. Dessen Lebensgesinnung ich sehr cool finde. Nennen wir es mal so. Unterwegs ist auch ein tolles Buch. Aber schaut euch um Himmels Willen nicht den Film an, der ist furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Nein, nein, nur das Buch. Film pfui, Buch hui. Leider leben wir halt auch in einer Zeit, wo das gar nicht mehr so möglich ist. Ich wünschte, man könnte noch so ein Gefühl, so eine Lebenserfahrung erleben. Aber das funktioniert heute nicht mehr. Alles, was wir heute machen, ist irgendwie zu sehr durchdigitalisiert. Und wenn es nicht durchdigitalisiert ist, dann fühlt es sich so an, als wäre es eine Kopie einer Ära, die eben schon lange vorbei ist. Es fühlt sich einfach nicht mehr authentisch an. Glaubt mir, ich hab's versucht. Ich bin auch mit dem Rucksack durch die Gegend gezogen und hab mir Länder angesehen und sowas. Es war schön, aber es hat einfach nicht mehr diesen Wert. Weil wir einfach gesellschaftlich an einem neuen Punkt uns bewegen. Im Ausland hat man noch so ein bisschen das Feeling, in ärmeren Ländern besonders. Aber sobald eben der Wohlstand kommt, die Digitalisierung, verändern sich die Menschen. Und ich will da auch gar nicht von einem hohen Ross aussprechen. Ich meine, ich bin ja auch Teil des Ganzen. Ich mache YouTube-Videos, ich rede gerade mit euch übers Internet. Deswegen bin ich da in keinster Weise irgendwie besser oder so. Aber es ist schade, es ist einfach schade. Aber wie sagt man so schön, Nostalgie ist eine Form der Verdrängung. Wie weit ist das denn?
Wie weit ist das denn? Okay, ich bin beinahe da. Uiuiui. Und ja, der Wilde Westen ist interessant. Ist wirklich interessant. Mir persönlich gefällt die Zeit, auch wenn irgendwelche Indianerfreunde jetzt wieder sagen, buh, der Wilde Westen, da darf man keine Freude dran empfinden. Das darf man gar nicht faszinierend empfinden. Ist genauso wie, wenn du sagst, oh, ich finde die Nazis total faszinierend, was sie damals alles geforscht haben und so. Klar ist das faszinierend, darfst du auch faszinierend finden. Heißt ja nicht, dass ich ihre Taten gut finde oder mich irgendwie mit den Nazis identifizieren kann. Besonders ich mit meiner familiären Vergangenheit kann das überhaupt schon gar nicht. Trotzdem finde ich sowas faszinierend. Genauso finde ich den Wilden Westen sehr, sehr faszinierend. Aber es wird halt alles aus so einer sehr romantischen Perspektive betrachtet. Und glaubt mir, eine Woche im Wilden Westen und ich würde auf Knien rutschen und sagen, holt mich zurück. Where is Abraham Reyes? Here, amigo! Here! Well, look who it is! The American bandit turned bounty hunter who is about to win the Mexico Revolution! I don't know about that, mister. No, but I do, Mr. John Marston, I do. A man like you, or me, with just a few such men, I tell you I could rule the entire country. Hey, hermanos unidos! Set my people free! Yeah. Libre Mexico! Yeah. Mexico! Libre Mexico! Mexico! Viva la revolución! Their energy is like food to me. I feel I was sent for them and they were sent to me. Good for you. When I rule these people, I shall be fair and judicious and wise. How so, you ask? Very simple. I know these people. I know this land. In short, I can make them better. It must be pleasant to be a man so at one with his destiny. I don't do it for myself, John Marston. I do it for my people. Well, exactly. Sarcasm, my friend, should be beneath a man such as you, don't you think? Very little is beneath a man such as me. Ha! Okay, well, in that case, I assume a little robbery will be a pleasant day's work. All in a good cause, of course. Come, my brother. Let us strike while the iron is hot. Follow me. We must hurry. Okay, dann mal los. Ich meine, damals, zu dieser Zeit, Zahnhygiene, miserabel. You must tell me more, John. Are my sources correct? Have you come to Mexico to murder your two best friends? Not exactly. We were friends once. A lot's changed since then. Now that we are friends, I hope you will give me some warning if you get a sudden urge to kill me. You'll be the first to know when I kill you, I promise. So where are they? Who? Williamson and Escuela. I'm not sure exactly where. They are definitely in Mexico. That much I know already. You told me you'd found them. And I will. I have my very best man working on it. If I find out you're lying to me, Reyes, you'll really see the man I used to be. I will give you your friends, I promise. Just give me time. Die sind nicht meine Freunde. Ja, damals, Zahnhygiene und Hygiene allgemein, Katastrophe. We ran in the same gang together, under a fella called Dutch. We were all bad kids, lost, angry and forgotten. He kind of saved us. And turned you into criminals? Dutch didn't see us that way. We robbed banks, stole from the rich, and we gave the money to people who needed it more. So he was a revolutionary too, like me? I suppose. He saw that the system of power was rotten, that good people had been crushed for too long, and he believed that change could only succeed if it was brutal and relentless, make America what he felt it was supposed to be. I like the sound of this man, Dutch, another violent idealist. Where is he now? I don't know. But I gotta find him once I'm done with them two. In the end, he went insane.
Lost faith in everything. In everyone. Eigentlich kann ich in dem Spiel nie reden, weil permanent wird gesprochen. Sorry, John Marston. I really am a little jealous. Jealous? Of his poetic potential, I mean. He would make an excellent corrido. A bullfight? No, mi hermano. That is a corrida. No, a corrido is as Mexican as Mexico itself. A song, a poem, a story, a ballad. A musical tribute to a heroic man and their great deeds. There are over 100 written about me. Remind me to stay away from men with guitars. In a country where most people cannot read the newspaper, song is a powerful means of communication. We do what we can to battle the lies and propaganda of the government. I know. I've seen your posters. In the capital, they are already talking about my legendary escape from El Presidio. How I fought off 1,000 Mexican soldiers with my bare hands. Finally, the people have the truth. Ja, du hast doch so viele getötet. Wir haben es alle gesehen. What did you think of Agustin Allende, young? I saw enough to know he ain't a good man. It is bad enough he beats the people he swore to protect, but it is worse that he enjoys it. Something must have made him that way. Cowardice made him that way, my friend. That and Sanchez, of course. Who? General Ignacio Sanchez. Our country's kind and generous dictator. Everything comes from him. It is like a father who beats his son, and then the son takes his dog outside and rapes him. That's a very specific example, Allende Abraham. Allende es una marioneta. How do you say, a puppet? Everything he does is controlled by Sanchez. In America, they told us Sanchez was making things better here. Pinche propaganda. He talks about economic reform, about how this is a new golden age for Mexican people. But look around you. The people are poorer than ever. Vamos! Allende is nothing more than a perrito for General Sanchez. A what? A little puppy dog that licks his feet and makes him feel loved. Not far now. Chuparosa is just up ahead. We must hurry. The train will be leaving soon. What's on that train that's so important? I received information that the army is transporting a vast quantity of supplies to distribute to their forces. Do we have a plan? I will explain when we get there, but those supplies won't be arriving. I figured as much. Today, Allende will pay a high price for his treason. Chuparosa! Sie fliegen! Posada! So listen, this train is filled with valuable supplies we need. But it's also filled with government troops. We'll set up a very loud distraction. You can board the train, and then you can disconnect the army cars, huh? Okay. Okay. But listen, we've got to get this done before the train rolls out of the station. You make it sound so easy. Well, did I not promise you fun times, amigo? Eh? There are too many soldiers. We must surprise them. Here, take this knife. You can use it to kill the guards quietly. Wait until I distract them. Then get on that train as fast as you can, John. Wait until I distract them. Then get on that train as fast as you can, John. Oh, schleichen. Ist nicht so meins. Okay, jetzt zieht die beiden hier weg. Ah, Wurfmesser. Okay, Wurfmesser ist wiederum sexy. Da habe ich dann doch wieder ein bisschen Bock drauf. Was? Ohne Kack. Okay, die sind mit einem Wurf tot. Das ist schon mal gut, aber irgendjemand hat doch da gerade geschossen. Oder bilde ich mir das nur ein? Hep. Ich lang da mal rein. Dankeschön. Pendejo. So, muss ich darauf? Anscheinend. Restliche Wache erledigen. Oh, da oben ist noch einer. Und irgendwo da hinten ist auch noch einer. Mach ich erstmal den da oben.
mal hier ein bisschen Stuff. Mein Amigo. Okay, wo kann man hier koppeln? Hier drüben wird gekoppelt. Der zweite Teil wird die Vorgeschichte vom ersten Teil erzählen. Weil, so wie ich das verstanden habe, ist ja John wieder mit dabei. Dutch, Bill, alle sind vertreten. Das bedeutet also, dass wir wohl eine Rückblende erleben. Was auch Sinn ergibt, denn, ganz, ganz wichtig, das Ende vom ersten Teil läutet ja auch eine komplett neue Ära ein. Das ist ja die Wende. Der Wilde Westen ist vorbei. So, auf geht's. Oi. Wilhelm Scream. So. Einmal hier schön aufgeräumt. Die laufen natürlich alle schön rüber zu mir. Alter, komm schon, das sind Holzkisten. Scheiß Holzkisten. Wo sind die anderen? Irgendwie kommen die nicht. Irgendwie kommen die Freunde da hinten nicht. So. Der Scheiß gehört jetzt mir. Also ja, ich bin extrem gespannt auf den zweiten Teil. Und Dutch ist die geilste Figur in einem Videospiel. Ja, also John mag ich sehr, sehr gerne, aber Dutch hat etwas. Dutch und ich, wir sind irgendwie, wir haben die gleichen Ideale. Mit dem kann ich mich sehr gut identifizieren. Also wenn ich wählen könnte, ob ich John oder Dutch sein will, ich bin Dutch. Dutch und ich, das funktioniert. So, der Bremshebel. Train. Magnificent. Go ahead and blow the armored car and take whatever you need, my brother. Vámonos. Come on, John. Get those explosives. We must hurry. Okay, die Luke. Sprengstoff an der Luke. Wo ist die Luke? Die Luke ist irgendwo hier. Müssen wir den von oben sprengen, den Laden? Das ist halt echt super sperrig hier in dem Spiel. Klettern. Klettern ist Katastrophe. Klettern, Movement ist echt schlecht hier in dem Teil. Ja, renn! Johnny. Renn! Kennt jemand das Spiel Dark Watch? Das ist ein ziemlich geiles Spiel. Auch mit Cowboys und Vampiren. Und mit einem Zug. Dark Watch. Habe ich immer gehofft, dass die irgendwann eine Fortsetzung machen. Weil es einfach so ein gutes Spiel ist. Ey, der ist ja zerlegt. Tja, sorry, Jungs. Alright, können wir das? Drehen. So. Und andere Richtung. Na, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's versaut. Jetzt muss ich zurück auf Null. What? Ist jetzt wieder zurückgesetzt? So.
Und jetzt hier lang. Jetzt stimmt's. Jetzt wieder hier lang. Ah, alles klar. Gut. Was ist das? Milchzähne für die Zahnfee? Ein Brief. Was steht da drin? Fuck you oder sowas? Oh, schick, schick. Der gehört mir. Caballeros. Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist meine Kriegsbeute. Not a bad day of robbing the establishment to give to the poor, eh, Mr. Marston? Very noble, I'm sure, but I need to know where Williamson and Escuela are holed up. All in good time, amigo. I'm off to deliver these goods. I see you back at the ranch. Oh, my spies tell me they soon will have the information you need. Okay, ich habe einen Bürgerkrieg ausgelöst, eine Revolution, ich habe das halbe Land verwüstet. Wenn ich Bill wäre, ich wäre schon längst weg. Ich würde denken, was macht John denn? Was macht er denn hier? Der sprengt halb Mexiko. Ich bin raus. Ab in den Norden. Oder? Ich meine, naja. Gut, das war's mit dieser Folge hier. Viva la Mexiko, viva la Revolution. Wir sehen uns wieder, Caballeros, in der nächsten Folge. Lasst mir ein Like da. Adios, muchachos.